Ja, lieber Herr Falke, lieber Herr Köhler, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Das ist ja so, wenn man als Liberaler in ein Umfeld kommt, das von Unternehmertum, Risikobereitschaft und Treue zum eigenen Markenversprechen, das ist ja Ihr Kernkapital, geprägt ist, dann fühlt man sich ein Stückchen zu Hause. Und ich darf das auch so sagen, ich bin ja mit vielen Namen, die Ihre Marken und Ihre Unternehmen prägen, aufgewachsen. Und auch das führt ein bisschen dazu, dass man sich wie zu Hause fühlt. Und dass Herr Merz einem gute Wünsche ausrichtet, finde ich auch sehr freundlich. Und während er ja dazu auffordert, dass wir über den Kapitalmarkt reden müssen, haben ja der Finanzminister und ich schon zur Mitte dieses Jahres offenbar von Herrn Merz unbemerkt ja schon ein Konzept auf den Weg gebracht, um den Kapitalmarkt in Deutschland zu stärken. Wir lösen das Problem schon, bevor die anderen beginnen, darüber zu reden. Und ich glaube, das muss mir jetzt mal erlaubt sein, hier auch zu sagen. Ja, aber Scherz beiseite, meine Damen und Herren, Sie haben mich mit der Einladung vor eine gar nicht so kleine Herausforderung gestellt. Weil wenn man den Bundesjustizminister einlädt zu den Stichworten Transformation und Recht, dann kann man ja dieser Herausforderung, an diesem Auftrag auf zwei Arten und Weisen begegnen. Ich könnte mich jetzt einmal auf die Funktion als Fachminister zurückziehen und Sie können mir wirklich glauben, ich bin in der Lage, 30 Minuten, aber auch drei Stunden über Immaterialgüterrecht mit Ihnen zu sprechen oder über die Digitalisierung des Justizsystems, und da ist genug in diesem Land zu tun, dass man da auch noch länger drüber sprechen könnte, aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es falsch wäre, wenn nachdem bei allem gebotenen Respekt der Oppositionsführer hier spricht über die großen Linien, was ich richtig finde, wenn hier ein Vertreter der Bundesregierung ist, dass der sich nicht auf seine Rolle als Fachminister oder auf technokratische Themen zurückziehen darf, sondern die größte Transformation, mit der wir im Moment ja konfrontiert sind, neben den großen Trends, wie Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, ist natürlich der aktuelle Veränderungs- und damit auch Transformationsdruck, der durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Wladimir Putins entstanden ist. Und deshalb werden Sie mir erlauben, dass ich nicht hier technokratisch spreche, sondern genau darüber, was das für uns bedeutet und was die Herausforderungen sind. Und die Situation, in der wir uns alle befinden, ist ja sozusagen von ihrem Grad an Herausforderung gar nicht zu überschätzen. Und auch wenn vor mir ein Christdemokrat gesprochen hat und man es von einem Liberalen nicht erwartet, ich fühle mich manchmal fast an biblische Bilder erinnert. Spielen Sie das mal im Kopf durch, wenn Sie sich an Ihren Kommunions- oder Konfirmationsunterricht erinnern, an die vier apokalyptischen Reiter und wofür die standen. Der erste Reiter auf dem weißen Pferd, das war der Tyrannenstolz, so hieß es immer. Und in der Tat, Herr Merz erwähnte es vorhin, wir erleben weltweit eine Renaissance des Autoritarismus, einen Neo-Autoritarismus. Und machen wir uns nichts vor, Wladimir Putin hat Russland umgebaut und er regiert heute mit diktatorischen Vollmachten. Ob man das jetzt Tyrannenstolz oder Diktatur nennt, ist völlig egal. Der erste Reiter auf dem weißen Pferd galoppiert durch die Welt und auch in Richtung Europa. Die Folge davon ist unter anderem, dass wir es auch in Europa wieder mit dem Reiter auf dem zweiten Pferd, das ist das rote Pferd, blutrot, wie der Krieg wieder zu tun haben. Das erste Mal seit Jahrzehnten wieder auf europäischem Boden Krieg. Das größte Land der Welt führt Krieg gegen das zweitgrößte Land Europas. Und infolgedessen haben wir es auch mit dem dritten apokalyptischen Reiter zu tun. Sie werden sich erinnern, der Reiter auf dem schwarzen Pferd, der hat ja auf den Bildern immer diese Waage in der Hand, diese Balkenwaage. Die steht für Mangel, Teuerung, Hunger, Inflation, all das, was wir infolge dieses Krieges erleben. Und den vierten apokalyptischen Reiter auf dem fahlen Pferd, der ja bekanntlich für die Seuchen steht, das haben wir mit Corona ja vorher schon alles erlebt. Also alle vier apokalyptischen Reiter galoppieren durch die Welt und durch unseren Kontinent. Und das ist natürlich etwas, und Sie spüren das ja in Ihrer Belegschaft, wir spüren das in den Veranstaltungen, dass das einen Teil der Leute aggressiv macht, aber alle besorgt.
Und das eben nicht ohne Grund, weil wir wirklich eine Situation haben, die an alle Grundängste der Menschen appelliert. Und vor diesem Hintergrund, und auch das muss man offen ansprechen, gibt es ja Menschen, die sich die Frage stellen, Mensch, warum tun wir uns denn in dieser Situation eigentlich das an, dass wir der Ukraine beistehen und dafür einen Preis bezahlen? Warum tun wir das eigentlich? Sie werden das auch in Ihren Belegschaften erleben. Wir erleben das nicht nur in Ostdeutschland. Man erlebt es auch auf Marktplätzen in Westdeutschland, dass einem die Frage gestellt wird, warum mischen wir uns da denn ein? Kann man das nicht sein lassen? Wäre dann nicht vielleicht wieder alles gut? Müssen wir eigentlich diesen Preis bezahlen, den wir im Moment bezahlen? Und ich finde, per se ist es erstmal völlig in Ordnung, diese Frage zu stellen. Denn dafür sind wir ein freies Land. Ich will Ihnen nur ganz klar sagen und ich will die Zeit auch hier nutzen, um diese Frage etwas ausführlicher zu beantworten, weil es ist mit Kalendersprüchen nicht getan, sondern es geht in der Ukraine um ein originäres Sicherheitsinteresse unseres Landes und der Europäischen Union. Und dazu will ich einen historischen Vergleich ziehen. Und wie alle historischen Vergleiche, man kann immer irgendetwas finden, was nicht passt. Und ich will auch vorwegschicken, in Zeiten der Erregungsdemokratie und wo man ja irgendwie jedes Wort dreimal wägen muss, bevor sich irgendjemand auf Twitter aufregt, will ich sagen, nein, ich will Wladimir Putin nicht mit Hitler oder dem Dritten Reich vergleichen. Trotzdem muss man die Wahrheit aussprechen, dass es natürlich unübersehbare Parallelen zum Jahr 1938 gibt. Wir haben in beiden Fällen es mit Diktatoren zu tun. Wir haben es in beiden Fällen mit Diktatoren zu tun, die outspoken, ausdrücklich, nicht subkutan, sondern ausgesprochen, das Programm formuliert haben, territorial zu expandieren. Hitler mit seiner Lebensraumideologie und Wladimir Putin, der in jeder Rede sagt, dass es ein großes Unglück war, dass die Sowjetunion untergegangen ist und dass sein mehr oder weniger ausgesprochenes Ziel ist, die territorialen Grenzen der Sowjetunion wiederherzustellen. Das ist kein Geheimnis, das weiß jeder, der seine Reden liest und hört. Wir haben die dritte Parallele, dass beide die gleiche Legitimation in Anspruch nehmen, nämlich dass sie sagen, dass Gruppen, die ethnisch eigentlich dem Mutterland zugehörig sind, in einem Nachbarland unterdrückt werden und befreit werden müssen. Bei Russland haben wir das in Georgien gesehen, wir sehen das in der Ukraine, wir sehen es auch im Baltikum und 38 eben das Sudetenland. Und wir sehen viertens, dass die Bereitschaft da ist, mit militärischen Mitteln Grenzen zu verschieben. Und es gibt eben auch eine fünfte Parallele, nämlich bei der Frage, wie gehen wir damit um? Und jetzt kommen wir ganz nah an die Frage, die ich gestellt habe, warum sind wir eigentlich bereit, diesen Preis zu zahlen? Der Krieg in der Ukraine hat nicht in diesem Jahr angefangen, er hat 2014 angefangen. 2014 hat Wladimir Putin einen riesigen Teil des Territoriums der Ukraine herausgeschnitten, militärisch besetzt und annektiert. Und wir haben als Deutschland und als Westen, und ich will daraus jetzt keine parteipolitische Geschichte machen, deshalb rede ich von wir, auch wenn wir damals als FDP keine Verantwortung getragen haben, aber in solchen Zeiten verbietet es sich, in kleinem parteipolitischen Karo zu denken. Da haben wir als Deutschland und als Europa und als Westen natürlich gesagt, wir finden das irgendwie nicht in Ordnung. Wir haben auch so ein paar kleine Sanktionen gemacht, aber im Wesentlichen haben wir danach weitergemacht wie bisher. Im Gegenteil, wir haben nicht nur weitergemacht wie bisher, wir haben gegen den Rat unserer westlichen Alliierten auch noch Nord Stream 2 vorangetrieben. Und das ist die fünfte Parallele. Wir wissen heute aus der historischen Forschung, dass natürlich Hitler der festen Überzeugung war, wenn er nach der Tschechoslowakei Polen überfällt, dass natürlich Großbritannien und Frankreich nicht einschreiten werden, weil sie Frieden wollen und eben sagen, das geht uns nichts an. Das war seine Überzeugung. Und wir wissen von Wladimir Putin das Gleiche. Wenn Wladimir Putin sich in der Ukraine durchsetzt, dann wird der nächste Schritt folgen, so wie er 38 gefolgt ist. Und der nächste Schritt, das wissen alle, die sich damit beschäftigen, sind die baltischen Staaten.
Wenn Sie heute mit Menschen aus dem Baltikum sprechen, dann sagen die, wenn wir in die Ukraine schauen, dann sehen wir unsere Zukunft. Und wir wissen, dass all das auch vorbereitet ist. Die Subversionsversuche mit der russischen Minderheit, den angeblichen Menschenrechtsverletzungen dort, das ist propagandistisch alles vorbereitet. Und schon 2007 ist die erste staatliche Cyberattacke durch Russland auf das Baltikum stattgefunden. Wenn wir heute sagen, dass Putin in der Ukraine lernen muss, dass er einen Fehler gemacht hat, dann dient das nicht irgendeinem abstrakten Ethos. Natürlich finden wir es auch gut, dass sich dieses Volk auf den Weg gemacht hat nach Europa, dass sie ihre Freiheit, ihre Selbstbestimmung verteidigen. Aber es geht auch um unser originäres Sicherheitsinteresse. Denn, und da glaube ich, werde ich bei Ihnen Verständnis finden, wenn das Baltikum betroffen ist, dann haben wir es mit NATO-Staaten zu tun und wir haben es mit EU-Mitgliedstaaten zu tun. Und die Kernmarke der NATO und einer der Kernwerte der EU, die ja auch ein Verteidigungsbündnis ist, wenn ihr einen von uns angreift, dann bekommt ihr es mit uns allen zu tun. Und wenn wir dafür sorgen, dass Putin in der Ukraine lernt, dass er einen Fehler gemacht hat und sich nicht durchsetzt, tragen wir dazu bei, dass es zu dieser Frage nicht kommt. Und ich will hier ganz klar sagen, obwohl ich weiß, dass Sie wahrscheinlich auch häufig die Frage gestellt bekommen, warum tun wir das? Es ist meine feste Überzeugung, ich will nicht Teil einer politischen Führungsgeneration sein, die diese Zusammenhänge ignoriert. Ich weiß, dass wir heute einen hohen Preis bezahlen, aber wir bezahlen ihn in Geld. Aber wir bezahlen ihn heute in Geld, damit wir ihn in Zukunft nicht in einem Krieg mit Blut bezahlen müssen. Und deshalb ist es richtig, was wir tun, meine Damen und Herren. Trotzdem ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, diesen Preis möglichst klein zu halten. Das gehört genauso dazu. Auch wenn man eine strategisch richtige Entscheidung trifft, ist es unsere Verantwortung, die negativen Auswirkungen auf uns, sprich den Preis, den wir zu bezahlen haben, so klein wie möglich zu halten. Weil niemandem ist geholfen, wenn wir uns selber dabei ruinieren. Und ich weiß, das sind empfindliche Themen und auch hier spreche ich nicht sozusagen aus Ressortzuständigkeit, aber ich will Ihnen mal meinen Blick auf die Dinge berichten, wie wir diese Dinge angegangen sind. Und das soll nicht bedeuten, dass ich Ihnen hier einen Vortrag halten will, wir würden alles perfekt machen. Es gibt für eine solche Situation kein Handbuch und wo Menschen agieren, kann man nicht Perfektion erwarten. Trotzdem will ich Ihnen mal berichten, was die Perspektive der Bundesregierung ist, wie wir diese Dinge angegangen sind. Zunächst einmal ist das größte Thema die Gasversorgung. Darüber diskutieren alle aus unterschiedlichsten Gründen. Wir sind als große Volkswirtschaft auf Gas als Energieträger angewiesen. Wir haben Gas als Grundstoff in vielen Industrien. Und deshalb gibt es ja jetzt einige, warum ruiniert denn die Bundesregierung unsere Volkswirtschaft? Warum gibt es denn ein Gasembargo? Ich möchte Ihnen eins sagen, es gibt kein Gasembargo, weder Deutschlands noch der EU. Diese Bundesregierung, der ich angehöre, hat zu einem Zeitpunkt, als wir dafür verprügelt worden sind, längst erkannt, wie fundamental die Gasversorgung dieser Volkswirtschaft ist. Und zu einem Zeitpunkt im März diesen Jahres, als Ökonomen die demokratische Opposition, auch die Fraktionen des Oppositionsführers, von uns verlangt haben, dass wir schon im März ein Gasembargo auf den Weg bringen, zu einem Zeitpunkt, als wir große Teile der Gasinfrastruktur in Deutschland noch nicht kontrolliert haben, die standen noch unter russischer Kontrolle, einschließlich von Gasspeichern. Und als diese Gasspeicher leer waren, wurde von uns verlangt, wir sollten ein Gasembargo in Kraft treten. Das haben wir nicht getan und dafür sind wir über Monate beschimpft worden. Ich will Ihnen eins sagen, Gott sei Dank haben wir diesen Beschimpfungen standgehalten. Es wäre nicht auszudenken, wenn wir jetzt mit leeren Gasspeichern dastünden, weil wir im März zu einem Zeitpunkt, als wir in diesen Speichern nichts hatten, gesagt hätten, wir wollen kein russisches Gas mehr. Und das zeigt, dass diese Bundesregierung sehr verantwortungsvoll auch mit den ökonomischen Interessen dieser Volkswirtschaft umgeht, meine Damen und Herren. Ich will ein zweites sagen, auch wieder nicht als Jubelarie, das passt nicht in die Zeit, weil wir alle unter extremem Druck stehen.
Aber dass wir schon zu Beginn des Jahres uns auf den Weg gemacht haben, Alternativen bei der Gasversorgung auf den Weg zu bringen und in der Lage waren, einen Prozess aufzusetzen, der dafür sorgt, dass wir im März nächsten Jahres mehrere neue LNG-Terminals haben, dass wir sie an das deutsche Gasnetz anschließen, ist für deutsche Verhältnisse mindestens Lichtgeschwindigkeit, dass wir in der Lage sind, so etwas in einem Jahr durchzuführen. Und deshalb meine ich, darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir haben jetzt gesehen, dass so etwas möglich ist. Und wenn es einmal möglich ist bei den LNGs, dann muss es auch möglich sein an vielen anderen Stellen. Und die Liste ist lang. Wir brauchen ein neues Stromnetz für die Energieversorgung der Zukunft. Wir brauchen aber auch bei der klassischen Infrastruktur Schiene, Straßen, Brücken auch eine deutliche Beschleunigung. Zwischen dem Entschluss eines Projekts und seiner Umsetzung dürfen nicht mehr 20 Jahre liegen. Und das, was wir bei den LNGs geschafft haben, das muss die Blaupause für alle anderen Infrastrukturprojekte auch in diesem Land sein, meine Damen und Herren. Wir haben zweitens gesehen, dass die Situation am Gasmarkt den Strommarkt infiziert hat. Warum? Weil das passiert, was immer passiert, das meine ich gar nicht zynisch, wenn Sie einen Markt regulieren, dann gibt es nicht intendierte Effekte, wie das so vornehm in der Wissenschaft heißt. Und Sie wissen, worauf ich zu sprechen komme, das Merit-Order-System. Das hat ja im Ergebnis dazu geführt, dass einige, deren, ich weiß, es ist physikalisch falsch, aber Produktionskosten beim Strom sich überhaupt nicht verändert haben, aber dass sie plötzlich den Anspruch hatten, die hohen Erlöse aus dem Gaspreis für sich in Anspruch zu nehmen. Das sind die sogenannten Zufallserlöse. Weil das nicht mal eine aufgegangene Spekulation war, sondern es war ja einfach reiner Zufall, weil ich nicht glaube, dass irgendein Solarpark oder Windkraftbetreiber in Deutschland darauf spekuliert hat, dass Wladimir Putin einen europäischen Krieg vom Zaun bricht. Es war nicht mal eine gelungene Spekulation, es war Zufall, der dazu geführt hat, dass Sie alle, dass wir alle plötzlich märchenhafte Renditen finanziert haben. Und zwar nicht wegen Marktpreisen, sondern weil die Regulierung zu diesen Erlösen geführt hat. Wir haben als Bundesregierung darauf reagiert. Man kann jetzt immer sagen, das hätte alles noch ein bisschen schneller passieren sollen. Aber wir haben sowohl für Deutschland wie auch in Europa auf den Weg gebracht, dass diese Fantasie- und Luxuserlöse, die auf nichts basieren außer Zufall, so gedeckelt werden, dass das Merit-Order-System eben nicht dazu führt, dass die Gasmarktpreise ungebremst in den Strommarkt reingehen. Und ich glaube, auch das haben wir in einem Tempo getan, das ungewöhnlich ist und der Krise angemessen ist, meine Damen und Herren. Das Merit-Order-System kann nicht so bleiben, wie es ist. Es ist unvernünftig, es muss verändert werden. Und wir haben gezeigt, wie das geht, meine Damen und Herren. Das nächste, was ich sagen möchte, ist, und jetzt nähern wir uns vielleicht ein bisschen in die Richtung dessen, was der Moderator von uns hören wollte. Das klingt ja jetzt nach großer Einigkeit in der Koalition. Natürlich gibt es die nicht nur. Und ich finde es auch nach geradezu grotesk zu erwarten, dass in einer Situation, für die es kein Lehr- und Handbuch gibt, wo drei Partner, die sehr unterschiedliche Zugänge haben, wir sehr stark unternehmerisch, marktwirtschaftlich geprägt und andere sehr stark staatszentriert geprägt, dass wir da intuitiv immer zu denselben Antworten kommen würden. Aber die Antwort, die wir auf das strukturelle Problem, dass wir möglicherweise auch ein Mengenproblem haben, ist natürlich eine unterschiedliche Philosophie. Die einen glauben, Mangel ist da, um ihn zu verwalten. Dann gibt es kluge Vorschläge von Waschlappen und weniger Duschen und sonst was. Das klingt natürlich in ihren Ohren wie Hohn. Wenn ich jemandem in der Grundstoffindustrie sage, du sollst einfach mal 20% weniger Gas verbrauchen, dann geht es ja nicht um die Frage, ob der 18 oder 21 Grad im Büro hat, sondern dann muss der seine Produktion um 20 oder 30 oder 40% drosseln. Das ist ja nicht lustig in deren Ohren, auch bei einigen Anwesen hier. Sondern Mangel kann man auf Dauer nicht verwalten. Mangelverwaltung ist allenfalls eine Krücke.
Und deshalb müssen wir alles dafür tun, um Mangel zu ersetzen durch Mengenausweitung. Und das gilt sowohl für Gas wie auch für Strom. Und deshalb ist es in einer akuten Krisensituation unvernünftig, auf Kilowattstunden zu verzichten, die mengenmäßig zur Verfügung stehen, die aber noch eine besondere Eigenschaft haben, dass sie nämlich grundlastfähig sind und regelenergiefähig sind. Und deshalb stehe ich dazu, ja, es gibt Streit, aber wir sind nicht in einer Lage, dass wir auf eine dieser Kilowattstunden verzichten können. Und deshalb stehe ich dazu, dass wir auch bereit sind, diesen Streit auszuführen. Das muss in einer Demokratie möglich sein, wenn man eine Position für richtig und für vernünftig hält. Dann muss man auch für sie kämpfen. Wir sehen aber natürlich auch, dass diese verrückten Preiseffekte, diese verrückten Entwicklungen am Markt, die gar nicht so verrückt sind, weil der Markt einfach so reagiert, wie er reagiert. Wenn ich einen Mangel an Angebot habe bei konstanter Nachfrage, dann steigen eben die Preise. Deshalb wundere ich mich immer, wenn einige von Marktversagen sprechen. Der Markt reagiert jetzt erstmal so, wie er naturgemäß reagiert. Das, was ein echtes Problem ist, ist die völlige Unvorhersehbarkeit und die Ausmaße der Volatilität, die wir bei den Preisen gesehen haben, weil das jede unternehmerische Kalkulation so gut wie unmöglich macht. Und weil das auch bei Endverbrauchern unglaubliche Ängste auslöst. Und sich das auch durchschlägt ins allgemeine Konsumverhalten, was sich auf so gut wie jede Branche, die irgendwie mit Endverbrauchern und davon sind ja hier viele im Bereich der Markenprodukte, niederschlägt. Und deshalb haben wir auch da zu außergewöhnlichen Mitteln gegriffen. Wir haben nicht nur in den ersten drei Entlastungspaketen, wo wir uns etappenweise aufgemacht haben, insbesondere auch Verbraucher zu entlasten, ein Volumen von etwa 100 Milliarden Euro mobilisiert, sondern wir haben jetzt auch noch mal ein Volumen von 200 Milliarden mobilisiert, um ein bisschen mehr Kalkulationssicherheit für Unternehmen und Verbraucher herzustellen. Und ich weiß, wenn man an solche komplexen Programme geht, dann wird es immer irgendeinen finden, der sagt, ja, aber das hätte ich jetzt anders gemacht. Ich habe zum Beispiel gelesen, jetzt heißt es wieder Gießkanne. Das sei ein Programm mit der Gießkanne. Ich finde, wir sind in einer Lage, wo wir über die konkreten Alternativen sprechen müssen. Ich will Ihnen sagen, was die konkrete Alternative war. Die konkrete Alternativen waren die Corona-Unternehmensbeihilfen, die auf Einzelfallgerechtigkeit gesetzt haben, die darauf gesetzt haben, dass der Staat am Ende nochmal in alle Bücher schaut, ob nicht auch möglicherweise einer dabei ist, der einen Euro zu viel bekommen hat. Und wissen Sie, wozu das führt? Dass heute die Landesverwaltung immer noch damit beschäftigt sind, diese Programme abzuwickeln. Dafür haben wir keine Zeit, meine Damen und Herren. In einer Krisensituation ist die schnelle 80%-Lösung eben das, was erforderlich ist. Würden wir jetzt ein System aufsetzen, wo wir noch in 5 Jahren spitz an der Endabrechnung sitzen, wird niemandem geholfen sein. Und deshalb bin ich gerne bereit, mit jedem Vertreter, der mit dem Gießkannenargument kommt, zu diskutieren. Aber wir brauchen jetzt schnell Verlässlichkeit in diesem Markt. Und deshalb stehe ich dazu, das war das Instrument, mit dem wir schnell ein Stück weit Kalkulierbarkeit und Verlässlichkeit in den Markt bringen können. Und deshalb ist es richtig, dass wir das tun, meine Damen und Herren. Ich will aber trotzdem noch ein paar Worte auch zu meinem Fachbereich sagen, damit es nicht hinterher heißt, wir haben den Justizminister eingeladen zu Transformation und Recht und ein bisschen zu Transformation hat er was gesagt, aber zum Recht gar nicht, weil diese Situation natürlich auch eine Herausforderung an das Rechtssystem ist. Und da habe ich auch Debatten geführt, haben wir auch in der Koalition Debatten geführt. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, das Insolvenzrecht. Und da gab es natürlich einige, die gesagt haben, naja, es ist ja ganz einfach, wie verhindern wir eine Insolvenzwelle? Ja, wir schaffen einfach die Pflicht zum Insolvenzantrag ab. Ja, Sie lachen, aber das ist mir vorgeschlagen worden. Das wird mir zum Teil aus der Koalition heute noch vorgehalten, weil ich mich dagegen gesperrt habe. Ja, wenn man keinen Insolvenzantrag stellen muss, dann
ist ja keine Insolvenzwelle da. Wenn man in Statistiken denkt, mag das vielleicht eine Zeit lang so gut gehen, aber das ist natürlich ökonomischer Unsinn. Wenn wir zu einer Situation kommen, dass Unternehmen untereinander sich nicht mehr trauen können, ob sie es als Lieferanten oder Kunden es mit einem finanziellen Zombie zu tun haben oder nicht, dann werden wir in die Vorkassenwirtschaft kommen. Und die Vorkassenwirtschaft ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und deshalb werde ich solche Taschenspielertricks als Justizminister nicht mitmachen. Was wir tun, ist das, was man seriös tun kann. Und es gibt wirklich Punkte, beispielsweise bei Insolvenzgrund der Überschuldung, wo man eben als Rückausnahmetatbestand eine Prognose für 12 Monate abgeben muss. Das kann in der jetzigen Marktlage niemand, der im Problem ist. Deshalb haben wir das verkürzt und auch bei der Eigenverwaltung und beim Schutzschirm haben wir es gemacht. Aber meine Damen und Herren, wir können in einer Krisensituation nicht mit Taschenspielertricks und Augenwischerei arbeiten. Das hilft am Ende niemandem, sondern untergräbt das Vertrauen in seriöse Politik. Und deshalb habe ich beim Insolvenzrecht so entschieden, wie ich es entschieden habe. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne. Ein weiteres Thema nennen, was ja politisch auch in aller Munde ist, ist das Mietrecht. Und das darf man nicht unterschätzen, weil ja sowohl durch die Preissteigerung bei der Energie, Stichwort Nebenkosten, aber auch den Preissteigerungen im Supermarkt, es natürlich Haushalte gibt, wo es jetzt sehr eng wird. Nur, meine Damen und Herren, wir lösen das Problem ja nicht, indem wir sagen, du musst keine Miete mehr bezahlen oder du musst keine Nebenkosten mehr bezahlen. Im Moment lacht keiner, sie könnten es tun, aber auch das sind ja Vorschläge gewesen, die an mich herangetragen worden sind. Wir tun einfach so, wir lassen das konsequenzlos. Was natürlich dazu führt, dass, wenn irgendwo die Decke kurz ist, man natürlich dort abschneidet, wo man keine Konsequenzen mehr befürchten muss. Und dann ist ja das Narrativ, wie man so neudeutsch hier in Berlin sagt, immer, naja, die großen Vonovias, die brauchen es ja auch nicht. Ich will daran erinnern, dass 2/3 der Wohnungen in Deutschland von ganz normalen Menschen, die 1, 2, 3 Wohnungen haben, die vorher Handwerksmeister waren, deren private Altersversorgung diese Wohnungen sind oder die sich damit ihre private Altersvorsorge aufbauen, weil diese Wohnungen noch nicht abbezahlt sind, machen. Wenn wir da einfach sagen, ja, dann bezahlt ihr die nicht, verschieben wir das Problem. Den einen ist geholfen, aber wir schicken die nächsten in die Privatinsolvenz. Das kann nicht richtig sein. Und als ich das Argument vorgetragen habe, haben einige gesagt, ja, ist ja kein Problem, dann kann man ja den Vermietern einen Kredit geben von der KfW. Ja, super. Dann sollen die sich das Geld leihen, das sie nicht bekommen von einer Bank, die, wie soll ich mal sagen, den wir jetzt schon als Politik große Pausen. Also das funktioniert nicht, sondern wir müssen uns der Realität stellen. Und das ist der Grund dafür, warum wir gesagt haben, wir müssen jetzt auch raus aus diesen Einzelprogrammen. Und auch wieder Stichwort Gießkanne, das ist der Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir müssen bei der Wurzel anpacken, wir müssen die Strompreise runterdrücken, wir müssen die Gaspreise runterdrücken und solange wir das noch nicht geschafft haben, brauchen wir eine Brücke, um eben mit, das ist unorthodox, das ist auch nicht das, wovon ein Liberaler nachts träumt, aber in dieser Übergangszeit die Preise so zu drücken, dass das immer noch unangenehm ist, aber dass private Haushalte und Unternehmen damit irgendwie durchkommen können. Und das muss schnell gehen und deshalb manipulieren wir nicht beim Insolvenzrecht oder beim Mietrecht, sondern wir versuchen, eine Brücke zu bauen in eine neue Realität, ohne dass Strukturbrüche und allzu viele Privatinsolvenzen passieren. Und ein letztes möchte ich sagen, ich sehe, ich habe noch knapp eine Minute, ich bin immer sehr, versuche immer sehr termintreu zu sein, aber einen letzten Gedanken möchte ich sagen, weil der mit dem endet, womit ich angefangen habe. Ich habe über den Krieg gesprochen. Eine Herausforderung für unser Rechtssystem ist auch, was wir an Kriegsverbrechen in der Ukraine sehen. Und wir haben es schon in Syrien gesehen. Es gibt ganze Brigaden und Divisionen der russischen Armee, die dafür berühmt-berüchtigt sind, systematisch die Genfer Konvention und jeder einzelne ihrer Anhänge systematisch zu brechen, weil sie verbrecherisch diesen Krieg führen. Und es gibt eine Verantwortung Deutschlands und die liegt nicht nur darin, die Lehren aus 38 zu ziehen, sondern sie liegt auch darin, die Lehren aus dem Nürnberger Prozess zu ziehen. Und deshalb stehe ich zu dem Satz, Kriegsverbrecher dürfen sich nirgendwo sicher fühlen, erst recht nicht in Deutschland. Und deshalb ermitteln wir wegen Kriegsverbrechen
Und wenn wir Kriegsverbrecher habhaft werden in Deutschland, dann werden wir sie in Deutschland vor Gericht stellen, genauso wie wir Folterknechte Assads und wie wir Menschen, die die Jesidinnen und Jesiden verfolgt haben, in Deutschland auch schon erfolgreich vor Gericht gestellt haben. Wenn es auch eine Lehre gibt aus unserer Vergangenheit, dann nicht nur die, dass wir eine Verantwortung haben, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern, sondern dass wir auch die Verantwortung haben, das, was in unserer Macht steht, tun zu können. Um solche abscheulichen Verbrechen wie Massenvergewaltigung, wie gezielte Vernichtung von ziviler Infrastruktur, die darauf abzielt, dass die Menschen verdursten und dass gezielte Tötungen von Zivilisten nicht ungesühnt bleiben. Und auch das ist eine Aufgabe, die der Justizminister hat. Meine Damen und Herren, früher hieß es mal inter arma sine leges. Wenn die Waffen sprechen, schweigt das Recht. Es ist meine erklärte Aufgabe, dass das nicht der Fall ist. Wenn die Waffen sprechen, lässt sich das Recht nicht den Mund verbieten. Ich danke Ihnen.